15. Juli 2021. Relativ neutral, Mond in der Jungfrau weiterhin, macht akribisch und sorgt dafür, dass man sich um die wichtigsten Dinge kümmert. Einen schönen guten Tag, mein lieber Widder. Wir sind bei Mittwoch, 14. Juli 2021. Wir haben den Mond in der Jungfrau. Es geht um Routine. Was haben wir noch für den Widder heute am Mittwoch? Die 10 der Münzen, allgemeine Tageslegung natürlich, ne, wie immer. Stabilität und Sicherheit in Beziehungen, genauso wie in Karriere und Finanzen. Wir haben Ideen, wir haben Fantasie. 7 der Kelche und wir haben die 6 der Münzen. Ausgewogenheit, faires Geben und Nehmen. Das bedeutet eben auch, dass man nicht übertreibt, dass man sich überlegt, wie kann ich diese Dinge umsetzen. Wir haben so ein bisschen mit dem Ritter der Schwerter dieses Gefühl, ich muss jetzt was reißen, ich muss jetzt was damit machen. Versuche dich da ein bisschen zu disziplinieren. Zu viel Aktivismus könnte schaden. Es kann natürlich sein, dass eine Situation schnelles Handeln erfordert. Ja, aber versuche deine Ideen, deine Fähigkeiten, deine Kreativität dazu zu verwenden, das so zu machen, dass du keinen Schnellschuss startest, sondern versuchst, alle Eventualitäten, was dabei rauskommen könnte, zu bedenken. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag und sage bis morgen. Einen schönen guten Tag, mein lieber Stier. Wir sind bei Mittwoch, 14. Juli 2021. Was haben wir für den Stier am heutigen Tag? Wir sind bei der allgemeinen Tageslegung. Mond ist in der Jungfrau. Es geht um, naja, Routine. Ass der Stäbe, leidenschaftlicher Neubeginn. Wir haben die 8 der Schwerter, man weiß nicht wohin mit seiner Energie. Da sollte man selbstverständlich sich nicht selbst überholen, denn das könnte dazu führen, dass man die falsche Entscheidung trifft. Also schön bei der Routine bleiben, Fokus liegt auf dem, was gerade anliegt. Deine Leidenschaft, deine Energie, wenn du verwirrt bist, solltest du nicht vergessen. Sondern du solltest dich auf das fokussieren, was gerade anliegt. Das kannst du als Stier besonders gut. Die ist nicht verloren, ja, die Energie. Vielleicht ist nur die Entscheidung, wo du sie investierst, noch nicht getroffen. Deshalb, bevor du, ich sag jetzt mal, dich irgendwo echauffierst oder so, fokussiere dich auf das, was gerade ansteht. Viel Erfolg und bis morgen. Einen schönen guten Tag, liebe Zwillinge. Wir sind bei Mittwoch, 14. Juli 2021. Mit dem Mond in der Jungfrau kann es ein bisschen so auf die Nerven gehen, dass man sich um Routine kümmern muss. Aber auch das ist manchmal nötig. Was haben wir für die Zwillinge? Die Liebenden. Schön. Wir haben Klarheit. Wahrscheinlich in Sachen Beziehungen muss nicht nur eine Liebesbeziehung sein. Und die Obsession. Man ist geneigt, vielleicht übertrieben zu reagieren. Vorsichtig vor voreiligen, hastigen Entschlüssen. Besser ist es, sich auf Augenhöhe zu treffen und über die Dinge in Ruhe zu sprechen. Also keine Schnellschüsse. Es ist besser, sich selbst natürlich klar zu werden, was man empfindet, was man will, wie man die Beziehung weiterführen will. Aber es ist wichtig, sich auf Augenhöhe zu begegnen, also auch zuzuhören. Viel Erfolg dabei und bis morgen. Herzliches Willkommen, liebe Krebse. Wir sind heute bei Mittwoch, dem 14. Juli 2021. Was haben wir heute? Allgemeine Tageslegung für den Krebs. Wir haben den Mond in der Jungfrau, bedeutet Routine. Was haben wir? Fokus, Page der Stäbe, Königin der Schwerter, Klarheit und Wahrheit. Das gilt zuerst für sich selbst, also für dich als Krebs. Lass dir Zeit, über ein paar Dinge nachzudenken. Nicht eilig, voreilig agieren, sondern wirklich offen, ehrlich mit sich selbst so ein bisschen ins Gericht gehen und langsam machen. Also du brauchst dich nicht selbst zu überholen heute. Die Dinge brauchen Zeit, gedanklich verarbeitet zu werden und dass du dir selber erstmal Gewissheit verschaffst in irgendeiner Richtung. Der Fokus liegt, wie gesagt, auf die Routine und das andere spielt sich in deinem Inneren ab. Geduld ist wichtig und dass du heute dir auch ein bisschen, ja, Ruhe gönnst, ein bisschen langsamer machst. Viel Erfolg und bis morgen.
Einen schönen guten Tag, lieber Löwe. Wir sind bei Mittwoch, dem 14. Juli 2021 und wir haben den Mond in der Jungfrau, bedeutet Routine ist angesagt. Schauen wir uns an, was wir in der allgemeinen Tageslegung für den Löwen haben. Klarheit und Wahrheit, Erfolg und 9 der Stäbe. Bedeutet, du wirst dir klar darüber, wie du zu deinem Erfolg gelangst. Du bist ausgepowert. 9 der Stäbe ist so ein bisschen, man hat sich verausgabt, du bleibst auch dran. Aber du wirst dir klar darüber, dass es vielleicht auch einfacher geht, denn wir haben die Zurückhaltung. Dir wird endlich klar, dass du vielleicht zu viel Energie in bestimmte Dinge oder Sachen gesteckt hast und du weißt, wie du einfacher zum Erfolg gelangst. Versuche das zu verinnerlichen und schneide alte Zöpfe ab, die dich nicht weiterbringen. Viel Erfolg und bis morgen. Einen schönen guten Tag, liebe Jungfrau. Wir sind bei Mittwoch, dem 14. Juli 2021 und wir haben auch den Mond in der Jungfrau. Das beflügelt dich in deiner Organisation, in dem, was du tust. Schauen wir uns an, was wir heute für dich in den Karten haben. Zurückhaltung ist angesagt. Wir haben Ruhephase, nicht übertreiben in deinen Aktivitäten und fair bleiben. Das kann auch bedeuten, dass du in deiner, ja, wie du mit anderen sprichst, ein bisschen vorsichtig sein solltest. Vielleicht bist du zu kritisch, kann ja sein. Gönn dir ein bisschen Ruhe, Ausgewogenheit, Ausgeglichenheit und den Rückzug. Vielleicht machst du ja auch Urlaub oder einen Tag frei heute. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Tag und sag bis morgen. Einen schönen guten Tag, liebe Waage. Wir sind bei Mittwoch, dem 14. Juli 2021. Wir haben den Mond in der Jungfrau. Das bedeutet, Routine ist angesagt, Genauigkeit, Organisation. Was haben wir in der allgemeinen Tageslegung für die Waage? Der Hierophant. Da sind Beziehungen wichtig, kann auch zu deinem Boss sein natürlich. 9 der Stäbe, Verausgabung. Ist ja so ein bisschen dieses Burnout. Mach langsamer. Page der Münzen sagt, bleibe bei der Routine, übertreibe nicht. Ja, auch wenn dir einer vielleicht Druck macht, sag das, was zu schaffen ist und setze gesunde Grenzen. Die Königin der Schwerter sagt dir auch ganz klar, wenn du übertreibst, kann es sein, dass du versuchst, dich selbst zu überholen und Fehler machst. Wenn du langsam machst, ist das akkurat und du musst es nicht nochmal durchgehen. Also ich denke mal, es geht darum, nicht in die falschen Dinge zu investieren und sich auch selbst ein bisschen, ja, wohlzufühlen bei dem, was man tut. Viel Erfolg dabei und bis morgen. Einen schönen guten Tag, lieber Skorpion. Wir sind bei Mittwoch, dem 14. Juli 2021. Mond ist in der Jungfrau, das heißt Routine. All das, was so getan werden muss, steht an. Was haben wir für den Skorpion heute? König der Münzen, mache dir klar, was du schon erreicht hast. Gönne dir das. Wir haben den Ritter der Stäbe. Man kann ein Risiko eingehen, vielleicht möchte man das, aber wir haben die 9 der Schwerter. Das kann bedeuten, dass man entweder ja, sich Sorgen macht um etwas, dass man Angst vor einem Risiko hat. Es kann aber auch bedeuten, dass man Gespräche führt. Und das wäre, glaube ich, das Beste, sich auszutauschen, das Risiko einzugehen, sich zu öffnen, über ein paar Dinge zu sprechen. Und das ist der Fokus am heutigen Tag, Gespräche zu führen. Wir haben positive Energien in dieser Woche, die dazu führen, dass du Verständnis findest und Verständnis hast. Viel Erfolg dabei und bis morgen. Schönen guten Tag, mein lieber Schütze. Wir sind bei Mittwoch, dem 14. Juli 2021. Wir haben den Mond in der Jungfrau, das bedeutet, Routine ist angesagt. Was haben wir in der allgemeinen Tageslegung für den Schützen? Die Herrscherin, die Dinge laufen. Sehr gut, man muss sich natürlich darum kümmern, wie das Pflänzchen das wachsen soll. Teamplay ist angesagt, miteinander. Mit anderen zusammenarbeiten oder Hilfe in Anspruch nehmen. Wir haben den Neuanfang, der Narr. Also gemeinsam etwas Neues aufbauen. Und da ist der Stern, die Wassermann-Energie der Heilung. Kann bedeuten, dass du ein neues Ziel hast, einen Neubeginn, der Unterstützung erfährt oder mit anderen gemeinsam. Wichtig ist, dass du deinen Beitrag dazu leistest, dann wird das auch funktionieren. Viel Erfolg und bis morgen. Ein
Einen schönen guten Tag, lieber Steinbock. Wir sind bei Mittwoch, dem 14. Juli 2021. Mond ist in der Jungfrau, Routine ist angesagt. Das liegt dir. Erdenergie auch, ne? Schauen wir uns an, was wir heute für den Steinbock haben. Der Hierophant kann Beziehung bedeuten, aber auch Chef, Boss, Firma. Da steht eine Entscheidung an. Wie geht es weiter? Da will man vorausschauend denken. Man will also nicht einfach etwas übers Knie brechen. Man möchte sehen, was das für Konsequenzen hat, wie es weitergeht. Kann auch die Weiterbildung bedeuten. Und der Turm. Um das zu verwirklichen, musst du sicherlich irgendetwas hinten runterfallen lassen. Mit dem Turm wird Platz geschaffen für Neues, also es ist eine Veränderung. Und das kann, wie gesagt, in Beziehungen oder geschäftlich bedeuten. Und da du das ja sowieso nicht übers Knie brichst, wirst du auf jeden Fall auf die sichere Seite gehen. Aber lass dir Zeit und versuche das zu eruieren. Viel Erfolg und bis morgen. Schönen guten Tag, lieber Wassermann. Wir sind bei Mittwoch, 24. Juli 2021. Wir haben den Mond in der Jungfrau, bedeutet Routine arbeiten heute. Was haben wir in der allgemeinen Tageslegung für den Wassermann? Deine Energie, Sternenergie, Heilung. 5 der Schwerter, Stress vielleicht, Ärger, Dinge werden angesprochen, unangenehme. Der Rückzug, 5 der Münzen, sich davon fernhalten oder fortgehen, ich sage jetzt mal, dem aus dem Weg gehen, ja. Was haben wir noch? Das Ass der Münzen. Ich glaube, dass du dich heute nicht in größere Streitigkeiten hineinhängen solltest. Du solltest dem aus dem Weg gehen und deinen Pflichten nachkommen. Das Ass der Münzen ist Stabilität und Sicherheit. Also das, was anliegt, ist heute wichtig. Nicht schwierige Dinge klären oder besprechen. Verschieb das lieber auf einen Tag oder zwei Tage später. Viel Erfolg und bis morgen. Schönen guten Tag, liebe Fische. Wir sind bei Mittwoch, 14. Juli 2021. Wir haben den Mond in der Jungfrau. Das bedeutet, Routine ist angesagt. Was haben wir für die Fische? Die Herrscherin. Die Dinge laufen, wenn du dich drum kümmerst. Rückzug. 5 der Münzen. Du brauchst vielleicht heute ein bisschen Ruhe. Ja, 4 der Schwerter. Halte dich von allem anderen fern. Wenn du deiner Routine nachgekommen bist, dann kannst du dich sozusagen zur Ruhe betten oder dir eine Auszeit gönnen. 10 der Stäbe bedeutet, du bist zu belastet, du brauchst eine Auszeit. Gehe dem nach, wenn du das spürst. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei, dann bist du morgen wieder frisch. Alles Liebe, tschüss!